Wir konnten nun mehrmals die Tefal Easy Fry Compact Digital Heißluftfritteuse ausprobieren. Pommes wurden gemacht, Hähnchenschenkel frittiert und Gemüsetisch fettig frittiert. Zunächst einmal, wir sind eine Familie mit 3 Kindern, da reicht die Größe dieser Heißluftfritteuse selbstverständlich nicht aus, um ein Essen für alle gleichzeitig auf den Tisch zu bringen. Doch dafür gibt es ja auch größere. Diese Fritteuse eignet sich gut für ein oder zwei Erwachsene und genau dafür ist sie wohl auch gedacht. Die Heißluftfritteuse wird über ein Touch-Display bedient, welches selbsterklärend und auch sehr einfach zu bedienen ist. Die Zeit kann in 1 Minuten Schritten, die Temperatur in 5 Grad Schritten verändert werden. Es gibt auch eine Vorauswahl verschiedener Lebensmittel, die man zusätzlich voreinstellen kann. Die Fritteuse arbeitet sehr leise, man hört sie, jedoch nicht störend laut. Während des Frittierens wird die Ummantelung auch warm bis heiß, jedoch nicht so, dass man sich daran verbrennen würde. Begeistert hat uns die geringe Menge Öl, die man zum Beispiel zur Zubereitung von Pommes benötigt. Das macht eine Mahlzeit definitiv kalorienärmer und auch gesünder. Dazu kommt der Umstand, dass die hier zubereiteten Pommes weit weniger die Küche mit ihrem Duft erfüllen, als wenn sie in einer herkömmlichen Fritteuse oder dem Backofen zubereitet worden sind. Zudem hat diese Fritteuse von Tefal hier auch den Vorteil, dass sie energiesparend ist. Besonders bei tiefgefrorenen Pommes frites, die im Ofen zwar auch 20 Minuten benötigen, hier jedoch deutlich effektiver zubereitet werden, da man nicht mehr einen ganzen Ofen erhitzen muss. Nun, ganz so einfach wie im Backofen oder einer herkömmlichen Fritteuse ist es dann aber doch nicht. Wenn man nicht wirklich regelmäßig den Frittierbehälter herausnimmt und den Inhalt kräftig durchschüttelt, werden die Pommes unterschiedlich gegart. Selbiges passierte auch mit dem Gemüse. Hier lieber einmal öfters als zu wenig durchschütteln, da sonst Pommes labbrig oder Gemüse noch härter als bissfest ist. Und zwar betrifft es immer diejenigen Lebensmittel, die sich mehr im Innern befinden, weniger Kontakt zur heißen Luft bekommen. Bei den Hähnchenschenkeln war es so, dass 2 durchschnittliche Größe hineinpassen. Hier haben die angegebenen 12 bis 15 Minuten nicht ganz gereicht, nach 20 Minuten waren sie gut durch, die Haut außen knusprig. Vom Geschmack her war das Ergebnis super. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. I'm gonna go get